willkommen! Ihr müsst Rogara sein. Setzt euch doch. Schön zu wissen, dass die Horde dem alten Kasakus ihre Mutigsten schickt, um ihm mit seiner vermissten Karawane zu helfen. Ihr müsst die Überreste der Lieferung finden. Bergt, wenn möglich, auch das Sicherheitssystem der Karawane. Helden wie euch sollte das nicht schwer fallen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Herausforderung mit Rogara im Buch der Söldner und mit dem Neosud. Wir widmen uns jetzt Kasakus, wenn auch wohl nicht direkt, denn wir haben es mit einem Golem zu tun. Kasakus hat dafür gesorgt, dass seine Karawane gut geschützt war. Und er hat eine Heldenfähigkeit, die sich Erschaffung nennt. Die ruft einen 3-3 Golem herbei. Falls bereits einer herbeigerufen wurde, wird er aufgewertet. Und das klingt für mich jetzt schon nach einer recht starken Heldenfähigkeit, muss ich sagen. 3-3, da würde mir natürlich die Guff-Fähigkeit nicht groß weiterhelfen, wenn die mir wieder einen 2-Angriff gibt. Wir haben mehr Karten, aber nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Viel mit Eifer, Waffe, Paradeführer, viel Übereifer. Wenn ihr mit Eifer ausgespielt habt, ruft ihr eine Kopie davon dabei. Das wäre natürlich sehr cool mit dem Klingenmeister, stimmt. Und hier die Kriegshymne vorhut auch. Und Akali das Nashorn. Okay, das ist natürlich nochmal eine schöne Sache. Das ist so mit Eifer. Wir müssen auf jeden Fall eine mal wegkriegen. Rogara! Wo kamen wir dann vielleicht nicht die Wahl? Riesigen Golem! Da ist die Karawane. Aber was ist das für eine Statue? Unidentifizierte Humanoide erfasst. Aktiviere Verteidigungsprotokoll. Okay, einen krassen Sound. Auf die Hand. Ich würde sagen, der Ruf durch 2 kann man behalten. ETC nehme ich tatsächlich doch mal weg. Weil das müsste ich ja gut auf die Heldenfähigkeit spielen können. Einem feindlichen Diener einfrieren. 2 Mana. Oder Guff. Oder Brukan. Oder Tamsin. Ein 3-2er klingt für mich besser. Damit könnte ich doch kontern immer. Wenn ich mein Feuer habe. Ja. Ah, ich habe natürlich nichts auf der Hand jetzt gehabt. Wir haben wohl das Sicherheitssystem des Trolls gefunden. Sieht aber nicht allzu sicher aus. Wir müssen es aufhalten. Die Ladung der Karawane ist sicher wertvoll und hilft mir bei meiner Suche nach Macht. Verstärke Leistung. Ja. Ich fordere euch zum Makora heraus! Das war's. Ich brauch den hier. Okay. Ziel erfasst. Ja, das Magnetisch muss natürlich, das Giftige muss natürlich weg. Nachdem wir den ausgespielt haben. Ihr habt keine Chance. Ist das leider so? Ich bin hier, um Spaß zu haben. Wenn auch nur kurz. Jetzt könnten wir die beiden so reintraden. Bis zum Tode. Wenn auch nur kurz. Dann würde zumindest der stehen bleiben. Einheit.
Perfektion. Okay, das ist jetzt problematisch. Das können wir nur mit Eifer kontern. Oder wir machen es so. Ich bin hier, um Spaß zu haben, auch nur kurz. Ich glaube aber eigentlich brauche ich die Eiferdiene noch. Zerfleischt, meine Hübschen! Verteidigungssysteme aktiviert! Modifiziere Arsenal. Glaubst du, ich hätte vor so einem Rosthaufen wie dir Angst? Ich habe ein Duell mit dem Lichtkönig überlebt. Naja, nicht direkt überlebt, aber ich stehe noch. Du wirst das nicht. Okay, wollen wir Scharmütze spielen? Oder Eifer auf den? Ich bin hier, um Spaß zu haben! Dann ist das so. Schade. Vier Geschosse, die jeweils zwei Schaden verursachen. Wenn ihr einen verletzten Diener kontrolliert. Ich fordere euch zum Makdora heraus! Dann macht ihr bei den hier. Dann vernichten wir den. Und dann schwimmen wir den aus. Sieht nicht so gut aus. Hat euch ins Brachland geführt, Tamsin? Eine Gönnerin hat mich hierher geschickt. Sie sieht großes Potenzial in mir. Dreier, die finde ich gar nicht schlecht. Hier hast ich Männer. Hoffentlich greifen sie die richtigen an, nämlich die beiden. Fangt ihr an, los zu heulen! Nee. Nee, schade. Ah. Retikuliere berechnete Kurven. Protokoll 7 initiiert. Alter Schwede. Das sieht nicht gut aus. Verleiht euren Dienern 2-2. 2-2 werden 8. Also 4 Leben. Wir bräuchten eine Rüstung. Also ein 6er. Wird zu einem 9-6er. Ah, ist das bitter. Ihm geht ja auch langsam die Puste aus. Aber mir geht halt auch die Luft aus. Das war's, wa? Alles hier unten. Das hat nicht funktioniert. Das müssen wir noch mal probieren. Akali auf die Hand zu kriegen, ist bestimmt eine gute Sache. Rokara gegen einen riesigen Golem. Da ist die Karawane.
Aber was ist das für eine Statue? Unidentifizierte Humanoide erfasst. Aktiviere Verteidigungsprotokoll. Das spielst du doch mit Brokkan. Ich habe schon wieder dieselbe Anfangshand. Und ich kriege wieder Spielmacherin. Spiel ich mal mit Brokkan. Wir haben wohl das Sicherheitssystem des Trolls gefunden. Sieht aber nicht allzu sicher aus. Wir müssen es aufhalten. Denkt an eure Lektionen. Ich kämpfe an eurer Seite. Retikuliere berechnete Kurve. Ist nicht komplett zufällig. Ist nicht komplett deterministisch. So, wir hätten jetzt einmal zermalmen. Zwei Mikrobots, die machen wir dann weg. Wir könnten den jetzt den wegmachen lassen. Nee. Den traden. Ja, doch, machen wir so. Ruhm der Horde! So. Modifiziere Arsenal. Aber jetzt kriege ich genügend mit Alpha raus. Ihr habt keine Chance. Ich bin hier, um Spaß zu haben. 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 Ach, bitte. Das ist euer Stichwort. Los jetzt. Okay, spielt sich auf jeden Fall sehr unterschiedlich, je nachdem, was er hat. Dann würde ich sagen, einmal den hier. Danach wird Tee getrunken. Schlecht. Ich fordere euch zum Matura heraus! 3-4, Mann. Kann ich noch nicht spielen? Zermalm könnte ich spielen, Bomben mischt er mir rein, okay. Ich könnte ihn spielen in der Hoffnung, da geht was weg. Das wäre jetzt risky spielen. Jetzt Zermalm will ich dafür eigentlich nicht verschwenden, dann kann ich den hier mal noch traden. Zur Not. Die Geister leiten mich. Ach, muss ich also traden? Ich könnte den aber jetzt ausspielen, weil er günstig ist dadurch. Immerhin. Verstärke Leistung. Magie registriert. Okay, überwältigen ist das leider nicht. Ach, ist das bitter. Mein Leben. Und vielleicht habe ich mit eurem Training endlich meine Schuld beglichen. Sagt sowas nicht. Ich bringe uns alle hier raus. Ihr werdet sehen. Er hat seine Schuld beglichen. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich war so hammerhart konzentriert. Das ist hier zu lösen. Ich könnte sagen, ich könnte auch einfach traden. Und spiel Akali raus. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Wie haben wir mit Alpha für so viel Value? Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
nachdem ein befreundeter Dinosaurier einfach angegriffen hat. Okay. Den müssen wir noch ein bisschen aufheben, würde ich sagen. Zeit für mein Solo. Noctorinka! Ruhm der Horde! Komm und kämpf! So. Die Ehre wartet! Geht ihm jetzt die Luft aus. Die Flange hat das 3. Leite Gegenmaßnahmen ein. Wenn dieser Diener Schaden erleidet. Das ist ein kompletter Board-Clear, ne? Ich würde sagen, wir ziehen erstmal eine Karte. Das passt ja bei diesen, die Äxte passen ja genau auf diese. Die Äxte sind garantiert für diese Golems da. Und dann würde ich sagen, vernichten wir den. Immer noch den Bord hier. So, übrigens Mana. Aber wir ziehen einfach. Ist das jetzt einfach oder was? Jetzt kriegt er natürlich ordentlich Value. Das geht auch mit der Zeit auf unsere Lebenspunkte. Das ist euer Stichwort. Los jetzt! Wenn euer Gegner eine Karte ausspielt. Das ist unser Stichwort. Ihr habt keine Chance. Meine Klinge. So. So. Sucht. So, und den traden wir einfach rein. Und dann macht er, wenn er überlebt, oder? Nachdem dieser Schaden überlebt hat. Also ich müsste den schon rein traden. Ja, dann ist das halt so. Und gehorche! Riesensturm! Greifen wir nochmal an, ja. Frostwölfe! Portale aktiviert! Ich bin bereit! So. Ja, damit haben wir es geschafft. Gut gekämpft! Halt! Bereit machen für Neutralisierung! Nö. Ich höre und gehorche. Geschafft! Was sind das für leuchtende Steine? Diese Steine sind Splitter gebrochenen Lichts. Sie stimmen mit der Zusammensetzung der als Naru bekannten Energiewesen überein. Toll! Ich hasse sie. Kommt! Packen wir sie ein und bringen sie zu Kasakus. Ich schätze mal, die ganzen Gefährten, die wir jetzt hier so bekommen, das sind im Grunde alles auf dieser Höhe. Sammeln wir jetzt zusammen. Aber mit Roguelike hat das nichts zu tun. Ich bin gespannt, was da noch vielleicht kommt. Ja. Das ist jetzt eine Herausforderung, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Gute Arbeit! Aber ein Splitter meiner Karawane ist verschwunden. Meine Partner haben den Splitter zu einem Bergarbeiter namens Figli in einer Zwergenfestung bei Belmodan zurückverfolgt. Findet den Splitter und bringt ihn mir. Hinterhalt, ja. Wir kommen bei zu einem Zwerg. Also da werden noch ganze Erinnerungen wach vom Brachland. Auch selbst mit der Überarbeitung. Auf jeden Fall gab es dann immer im Süden so eine Zwergenfestung und vermutlich ist Borg Beldun. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, das ist die im Süden, südöstlich.
mit General Doppelzopf, ob der so hieß, keine Ahnung, jedenfalls Burg Berdun spielte beim Vorstoß der Allianz ins Brachland eine wichtige Rolle. Und er hat einen gepanzerten Hieb für 2 Mana. Dadurch erhält er eine Rüstung und fügt einem Diener für jeden eurer Rüstungspunkte einen Schaden zu. Also ein recht guter Schildhieb. Und wir haben... Ja, was haben wir denn Feines? Hier so das Übliche. Lord Barov ist neu, okay. Alle anderen Diener auf 1 setzen. Wir haben auch ein bisschen Schurken. Na okay, ist ja gemischt. Schurke, Krieger. Oh, Kagaf, Messerfaust, das gefällt mir. Wieder Samuro dabei. Und Oberanführer Runtag. Jedes Mal allen Dienern auf eurer Hand 1/1. Wir haben auch wieder hier die Spielmacherin. Okay, die ein guter, die uns ordentlich Value später bringt. Und Akali auch wieder. Also einige mächtige Karten, die wir dazu bekommen haben. Die Heldenfähigkeiten scheinen ja nicht besser oder mehr zu werden. Aber es muss reichen. Gegen Doppelzopf! Horde Eindringlinge! Schnappt sie! Hinterhalt! Die Spielemacherin. Vielleicht halte mal. Wir haben ja 2. Vielleicht können wir es auch gut rausbekommen. Und ich würde sagen, Rüstung spielt er. Was hat er dann? Rukan? Okay, Samoa haben wir schon auf der Hand. Die Ehre wartet. Ich kann es kaum erwarten, die hier zu nehmen. Warum ist im Brachland nie irgendwas einfach? Weniger jammern, mehr kämpfen. Schockend. Schockend. Und damit haben wir ihn. Jeden verletzt, nicht vorher angreifen soll. Nein. Leicht gebrauchte Rüstungen. Eieieiei, das gefällt mir nicht. 2-4 aber. Und dann würde ich sagen, können wir hoffentlich vielleicht mit Samuro direkt angreifen? Vielleicht auch nicht. Und sie... Eisenschmiede wird siegen! Ohne die schicken Waffen und Rüstung seid ihr doch nichts als Bart und heiße Luft! Ja, ich würde lieber dann die Axt hervorheben, um hier Karten zu ziehen. Dadurch ist das Führen mit Bunker natürlich auch schon eine feine Sache. Und dann kann ich den mich auch einfach wegmachen, dann ist das zwar wieder Schaden. Danach wird Tee getrunken. Und ich ziehe eine Karte. Und dann ziehe ich noch eine und dann grade ich die alle ab. Dann ist das halt so. Aber ein abgegradeter Samuro. Was wir hier noch so alles haben, das bringt mir jetzt gleich so viel Value. Schafft die Verwundeten in die Festung! Ruf deinen Sanitäter mit diesem Zeit, nachdem man heilig zu war. Okay. 3-3, dann wären die ja alles super wack. Für mich jetzt das Attraktivste, vielleicht jedes Mal, wenn dieser Diener angreift. Ich könnte natürlich, das passt so gut mit dem hier.
Es ist halt jeder weg dann. Es ist halt so. Könnte den spielen. Ich spiele es einfach mal vorher. Gucken, was Prokan macht. Hat den weggemacht. 4-5. Dann spiele ich doch unseren. Oder greife an, ziehe noch eine Karte. Die Schlucht gehört! Und spiele unseren Kollegen mit Eifer aus. Ob er was hat. Müsste jetzt künstlich Rüstung machen. Sagt Hallo zu meinem kleinen Freund! Aber es reicht nicht. Okay, perfekt. Perfekt. Dann sage ich nämlich. Ich lasse den hier raus. Nefarian ist tot. Nefarian ist tot. Runter sagt mir gar nichts. Aber vielleicht war dann gerade der Chris mal unterwegs. Ja, aber der ist doch immer draußen. Aua, okay. Also, Prokan, ich dachte, ihr würdet mir nach dem letzten Kampf die fünfte und letzte Lektion beibringen. Pah, ihr seid nicht bereit für die letzte Lektion. Nicht mal annähernd. Ja gut, Guff ist natürlich ein entspannterer Zeitgenosse, wenn man den mitnimmt. Unser Siegeschrei! Dann würde ich alles weiter aufwerten lassen und einfach mal hier unseren Kollegen rausholen, dann können wir gleich ein bisschen mehr Schaden machen. Fangt ihr an los zu heulen! Können wir machen, aber wir haben auch schon eine Antwort darauf. Und damit haben wir schon richtig viel Schaden, Kollege. Wenn wir noch was Tolles machen. Unser Ziel! Wollen wir irgendwie rausbekommen? Ne, wir können unsere Karte noch rausbekommen. Weiter Druck machen. Und dann ist es nämlich schon vorbei. So wie ich das sehe. Ich würde nämlich sagen, er hat gut gespielt. Gekämpft. Meine Truppen haben euch umzingelt. Und dann verpassen wir ihm den Gnadenstoß. Fangt ihr an, los zu heulen! Antwortet mir, Zwerg! Wo finden wir den Zwerg namens Figli? Figli? Der ist durchgeknallt. Hat einen großen Klunker gefunden und ist in die Minen geflohen. Folgt ihm nur. Ich hoffe, euch trifft dasselbe Schicksal. Ich muss ja sagen, es ist eine coole Truppe, aber mir wurde noch nicht so ganz klar, was hier Rokara eigentlich für einen Job macht, wonach die sucht. Die sucht immer noch irgendwas anderes, als würde ich jetzt ständig eine neue Quest machen. Spricht zwar dann auch so ein bisschen, das Söldner-Dasein gibt das so ein bisschen wieder. Oder dass man einfach Quests spielt, wie im Spiel. Aber der Strang ist natürlich nicht so stark ausgeprägt wie beim Buch der Helden. Aber die Geschichte ist halt auch nicht so cringy, sondern einfach ein bisschen, ja, entspannter. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch ein Like da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns bei den letzten beiden Herausforderungen, die hoffentlich nicht unmenschlich werden, wie beim letzten Mal. Bis dahin, euer Neosuke.